Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Im letzten Part habe ich mehr oder weniger nur Sachen verkauft in Caldera, denn der Rest ist ja etwas schief gegangen. Ich wollte ein Amulett der Schatten nehmen und das habe ich ja irgendwie vergessen und deshalb muss ich das jetzt noch nachholen. Tja, so kann es gehen. Gehen wir nach Caldera. Nochmal, waren wir ja nicht schon mal. Und mal wieder die gleiche Ironie, trotzdem toll. Das ist mir also eine unwillkommene Überraschung. Ja. Das ist, glaube ich, heftig, dass die Magiergilde Sonne tiefe Meinung von uns hat. Ich glaube, dass wir die gar nicht so hoch kriegen können, wenn wir in jeder Gilde das Maximum haben. Denn die Magiergilde mag es nicht, dass wir im Tempel hoch sind. Und wenn wir die Magiergilde maximal haben, ist es, glaube ich, immer noch nicht so, als hätten wir den Tempel nicht dabei. So, ja, komm, wenn ich einmal hier bin, dann werde ich auch einmal schlafen. So, aber als Amulett, daran werde ich jetzt denken. Wie viele Stunden sind das drauf? 17, okay. 17, bestimmt habe ich schon eine Stunde in-game verbracht, deswegen rasten wir mal nur 6 Stunden. So, das sollte dann aber definitiv reichen, hoffe ich mal. Jetzt sollte er wieder 5000 Draken haben. Die hat er natürlich, klar doch. So, was könnte denn 5000 Draken wert sein? Das ist eigentlich okay, ja, eigentlich ist das schon nicht schlecht, wenn wir so einen nehmen, so einen und ja, das passt doch perfekt. Nehmen wir also den Handschuh, diese Orgrüstung und das Teil. Und schon haben wir 5000. Zack. Was könnte ich denn ablegen an Zutaten oder ähnlichem? Weil mir fällt gerade ein, ich habe ja schon extrem viel von diesem Zeug hier gesammelt. Und das wiegt hier auch nicht so wenig, wenn man es mal auf die Masse umrechnet. Außerdem habe ich hier wieder einen Ebenherzklumpen, der auch nicht gerade so wenig wiegt. So, ganz viel Zeug. Der Rest ist eigentlich nicht so schwer, oder? Nein, eigentlich nicht. So, habe ich noch irgendwas, was... Ja, das Ebenherz natürlich. Ebenerz, Ebenherz. Warum sage ich jetzt Ebenherz nach der Stadt und nicht nach dem Herz selbst? So. Zap, zap. Klappt. Ach ja, richtig. Ich habe ja auch noch diese Alchemie-Ausrüstung hierbei. Die werde ich natürlich auch ablegen. Das ist unter anderem der Mörser und Stößel, der Destillierkolben, der Kalzinierofen und... die Retorte. Richtig, das war's. So, dann habe ich jetzt auch einiges weniger, was ich trage. Das habe ich verkauft und das ist es, was ich vergessen habe. Tja, schlecht, schlecht, schlecht. Die habe ich darauf liegen. Das da, das da, okay. Den Rest brauche ich jetzt aber nicht mehr. Das werde ich mir gleich anlegen. Und die beiden Ringe habe ich natürlich an. Habe ich keinen Schaden? Nein, muss man immer mal gucken. Gut, aber jetzt kann ich wirklich voran. Oh, ich bin schon relativ schnell fällt er auf. Nicht schlecht. Also, ich hopp schon relativ schnell und kam auch so nicht wenig voran, das ist gut. Ja, wobei, nein, warum habe ich das getan? Brauche ich nicht. Nehmen einfach hier raus, ich werde mal hier speichern. So, und dann geht's wieder mal auf zur Geisterpforte. Ja, ihr freut euch sicherlich auch schon drauf, dass ich den Weg ein zweites Mal antrete. Ich dachte, ich hätte es ja sinnvoll nutzen können noch für den Tempel, aber nein, das war leider nicht der Fall. Tja. Gut, der Berg, ich glaube, den kriegt man sogar ohne Levitation hin. Oder? Ja. Oder? Ich weiß nicht. Doch, 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 definitiv. So, hier lang und dann hier hoch und dann sollte er schon klappen. Hi, Klippenläufer. Ich habe mal meinen Läuferfedern abgelegt. Ich hoffe, er stört dich nicht. Jetzt habe ich allerdings keine mehr. Ja, meine Stimme, die hat auch mal Mucken. Öfter mal. Ich glaube, das macht sie extra. Stimme hat ja auch so viel Gewissen und so. Hat auch ein Bewusstsein. Wusstet ihr alle bestimmt nicht. Ja, so ist es. Stimme hat ein Bewusstsein und denkt direkt, hä, macht ein LP. Kack ab. Also meine Trefferquote ist, würde ich schon sagen, sehr, sehr hoch. So. Wenn ich 100 habe oder so, werde ich mal verstärkt die Magie nutzen. Denn bisher habe ich ja Magie nur fürs Heilen genommen. Und das ist natürlich auch nicht immer so gut, wenn man die nur fürs Heilen nimmt. Hallo, ich habe 89%. Ja, danke. So, Schallkarz, warum nicht? Und jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Okay, jetzt wird zum Ladebildschirm weg und zur Geisterpforte. Die liegt ja hier. Ich weiß nicht, ob ich direkt hier hinkomme auf dem Weg. Ich glaube nicht, aber könnte vielleicht sogar sein. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Ich glaube, der würde uns one-hitten. Vorsicht ist definitiv geboten, wenn er irgendwie
mit der Magie aufhört, dann greift er nämlich mit physischen Zangen an, mit seinem Scheißer und macht uns meistens instant kaputt. Kennen wir ja. Okay, ich bin schon relativ nah an der Geisterpforte und irgendwas verfolgt mich wieder. Das war mir klar. Keine Überraschung für einen wirklich Morrowind-Spieler, ist sowas nie eine Überraschung. Und ich habe seinen Angriff noch abgewendet. Schön. Doch bevor er mich getroffen hat, ist er gestorben. Besser kann es doch gar nicht laufen. Ja, ich... Stimmt, genau. Hier geht es auch zur Geisterpforte. Ja gut, dann seht ihr jetzt einen zweiten Weg und ein bisschen mehr von der Welt. Warum nicht? Und natürlich seht ihr mal wieder zwei Klippenläufer. Ich korrigiere. Drei. Ey, die Klippen... Nee. Moment, das geht jetzt nicht. Ihr killt mich jetzt nicht. Das ist so unglaublich. Ist jetzt ein Klippenläufer und die bringen mich als Level 10 noch kaputt. Das kann doch nicht sein. Es kann doch echt nicht wahr sein. Oder? Moment, war es der, den ich durchsucht hatte? Nein. War jetzt. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja, natürlich, komm. Vierter. Warum auch nicht? Ja, ich bin in der Nähe des Roten Bergs. Ist klar, dass sie hier so kommen. So zahlreich. Ja, natürlich. Gleich habe ich schon wieder 100 Läuferfedern. Ich habe ja gesagt, 100 will ich kriegen und die werde ich auch garantiert erreichen, diese 100. Na, nimm die. Dramawurzeln sind auch relativ viel wert. Kann man auch verwenden für die Alchemie. Ja, und hier ist ein oberer Weg, der an dem Geisterwall entlang führt. Und den können wir dann antreten, um dann zur Geisterpforte zu kommen. Ich denke mal, dahin werde ich noch gelangen und danach werde ich wohl den Part beenden. Denn, ja, ich habe ja schon wieder 7 Minuten. 7, 6, 7, 8, irgendwie sowas. Und ja, 10 Minuten ungefähr sollte der Part lang werden. Genauso wie der letzte. So, und da ist mir wieder ein Klippenläufer. Welch ein Wunder. Ja, aber speziell um den Geisterwall. Also ich denke mal, wenn es in den Krater da reingeht, vom roten Berg, nicht vom dunklen, dann, ja, dann wird es noch einige Klippenläufer mehr geben. Also als ich da drin rumgelaufen bin, die Zahl reicht so von 4 bis 8 auf einmal. Nicht hintereinander, sondern auf einmal. Ja, gerade hatte ich 3. Dann wisst ihr, wie viele das sind. So, Turm der Abenddämmerung. Und von hier geht es gleich abwärts. Ja, das schaffe ich doch noch locker hier hin. Und ich hopse mal wieder. Das geht so schnell. Ich mag's. Ich weiß gar nicht, ob es schneller ist, aber ich habe es mir irgendwie angewöhnt. So, hier geht es auf jeden Fall schneller. Untere Ebene. Hier sollte ich hin. Und hier gibt es dann eine gewisse Was ist denn? Tür, hinter der sich ein Händler verbirgt. Ja, und das ist das, was ich will. So. Warum seid ihr hier? Der Trick ist, dass wir jemanden uns ansprechen lassen, sodass er sich zu uns wegdreht, also den Rücken so dreht. Und dann werden wir speichern und dieses Amulett nutzen. So, Amulett der Schatten habe ich ja schon. Nein, habe ich nicht. So, speichern. Schleichskill haben wir nicht viel, das weiß ich, aber wir haben 80% Chamäleon und das wiederum bedeutet, dass wir ziemlich wenig gesehen werden. So, jetzt werde ich hier mal speichern, weil wir haben schon einiges abgezogen, muss ich so sagen. So. Das war ja lächerlich. Was zum Geier? Siehst du mich? Nö. Krass, Moment. Nochmal speichern. Ich kenne ja ein paar Leute, bei denen hat das länger gedauert, aber... Dann passiert zum Beispiel sowas, ja. Aber bei mir ging das jetzt extrem schnell, muss ich ja mal sagen. Ich hätte damit gerechnet, dass ich jetzt hier hinkomme, ein paar Mal fehlschlagen und dann im neuen Part eigentlich es hinkriege, die zu klauen. Aber nö, war doch nicht so. Kannst du mich ansprechen? Leider nein. Ja, wie gesagt, er muss sich zu uns wegdrehen. Zu uns wegdrehen. Warum sage ich nicht gleich, er muss sich uns den Rücken zudrehen? Ja, den habe ich auch noch. Gut, kann ich den auch noch verhökern. Das ist ziemlich wenig wert, das werde ich nicht mit mir rumtragen. Ja, und jetzt dreh dich mal bitte um. Hallo. Ich will, dass du dich umdrehst. Wie lange hält das an? 60 Sekunden. Okay, das ist eine ganze Menge. Und im Morrowind ist es das Schöne, die magischen Gegenstände, wenn die einmal was weg haben, die laden sich wieder auf. Ganz im Gegenteil zu Oblivion und Skyrim. Dafür braucht man nämlich dann Seelenstein, um es zu füllen. Hier geht es noch automatisch. Na gut, dafür füllt sich in Skyrim die Magie und die Was wünscht Leben. So, ah, okay. Bin ich wieder normal? Ja, offensichtlich. So, ist das gut? Ich weiß es nicht. Könnte ja sein. Werde ich es mal probieren. So, und dann hier drauf. Genau. Weil hier ist eigentlich auch nicht verkehrt. So etwa. Amulett. Ja, schade. Schade. Ja,
Ich habe ja, habe ich das schon mal erzählt mit dem Kopfgeld? Das wird nicht ungesühnt bleiben. Ja, ich weiß. Aber bitte erst im nächsten Leben. Und zwar ist es so mit dem Kopfgeld, wenn wir über 5000 haben, kriegen wir das unmöglich mehr abgezahlt bei Wachen. Die Diebesgilde erlaubt es uns, dass wir 5000 Kopfgeld oder auch alles darüber zur Hälfte abzahlen können. Und dann werden wir auch nicht direkt getötet. Das war Mist. Und bei den Wachen bis 5000, bis 4999, um genau zu sein, und ab 5000 und größer, werden sie uns nicht mehr ins Gefängnis stecken oder zahlen lassen, sondern direkt töten. Deswegen Kopfgeld von 9600 ist arg schlecht. Okay, so, nochmal das Ganze hier speichern, weil du standest ja schon ganz gut eigentlich. Die Scheiße. Ja, man muss ein bisschen den Winkel raus haben, man muss ziemlich exakt hinterm Rücken stehen, weil er hat irgendwie auch einen Winkel, den er hinten sehen kann, weiß ich nicht wie viel. Jedenfalls hat er nicht unbedingt einen 360-Grad-Blick. So. Du drehst dich jetzt nicht um, oder? Nein. Ich hatte doch gerade eine, verdammt. Ja, so sieht das eigentlich aus. Ich wollte euch jetzt mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn man stiehlt und dabei nicht so erfolgreich ist. Tja. So sieht es die ganze Zeit eigentlich aus, wenn man das versucht. Huch. Okay, eine habe ich. Speichern. Welche zweite jetzt gleich mitnehmen? Ja, speichern. So sieht es normalerweise aus. Der übliche Alltag eines Diebs im Morrowind. Flip, flip, flip. Stirb. Klar. Also, ihr seht nur noch diese drei Sachen. Und ich glaube, das ist zufällig generiert. Das heißt, jetzt habe ich wieder was anderes drin. Das heißt, es könnte sein, dass da jetzt wesentlich weniger Werte drin sind. Ist durchaus möglich, ja. Okay, wow, ein Harnisch. Das ist extrem geil, dass wir ein Harnisch da drin haben. Und sowas, oh mein Gott, es ist so viel mehr wert. Wir hatten nämlich vorher Stiefel da drin und die haben nur einen Wert von 8000. Und diese Dinger hatten jetzt so viel mehr. Ihr seht, das war zufallsbedingt. Ja, damit haben wir schon alles. Und ich glaube, damit werde ich auch den Part beenden. Mehr haben wir noch nicht zu suchen. Oder haben wir das? Ich weiß nicht, hier gibt es keine Schatzkammer, oder? Nein. Lalalalala. Ich habe da so eine Ahnung, was ich klauen werde. Ja, die Typen sind total imbar. Die haben ziemlich fette Rüstungen und sind auch so ziemlich krass. Ja, da ist eigentlich nichts drin. Sind offenbar arm. Haben alles in ihre Rüstung investiert. Genauso wie irgendwelche Leute, die ein totales, fettes Auto fahren, aber die Klamotten sind dann von H&M oder sowas. Ja. Okay. Oder C&A, wie auch immer. So, dann werde ich jetzt hier nochmal speichern und diese Tür zu machen. Wenn ich das geschafft habe, dann... Achso, ich bin noch unsichtbar. Ja, warum sagst du das nicht? Okay. Ich denke, die ist jetzt weg, klar. Was ist denn? Ja, komm, du Dumme. Ja, super, hast du dich gedreht, muss ich schon sagen. Ich hoffe, das klappt. Wobei, das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Nehmen den Stab. Ja. Wunderbar, oder? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe jetzt so viel Kohle gemacht. Und dann werde ich so unsichtbar, wie ich bin, zumindest zu 80%, den Part beenden und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.